Anna und Sascha haben heute Frühschicht. Die beiden sind unterwegs zu ihrer Lehrstelle. Das Ausbildungshotel St. Theresia ist für sie ein Glücksfall, denn hier bekommen Jugendliche aus schwierigen Lebensverhältnissen besondere Chancen. Ich bin halt schon froh, weil früher, da wusste ich halt einfach nicht mehr, wie es weitergehen soll mit mir, weil ich halt private Probleme hatte. Sascha lernt Beikoch. Das ist die rechte Hand des Kochs. Genauso wie Anna. Mit dem Lernen tut sie sich schwer. Sie war auf einer Förderschule. Als Kind kam sie mit ihren Adoptiveltern aus Rumänien nach München. Morgen, Frau Mann. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Und habt ihr eingestempelt? Ja. Sehr schön. So, jetzt haben wir erstmal das Frühstück. Dann machst du die Wurstbraten bitte. Und du schneidest das Gemüse. Karl-Heinz Wohlmann ist Küchenchef und Ausbilder. Von ihren Familien bekommen viele der Jugendlichen keine Unterstützung. Manche haben auch psychische Probleme. So ist Karl-Heinz Wohlmann auch ein wenig Vaterersatz. Manchmal muss er Dinge 2-3 Mal erklären. Das ist er gewohnt. Auch bei Sascha und Anna schaut er immer wieder nach, ob sie alles richtig machen. Also, er kann streng sein, aber meistens ist er auch nett. Ja, wenn wir halt so boxig sind und so faul sind, da ist er ein bisschen streng oder so, ein bisschen sauer, aber danach nicht mehr. Anna und Sascha haben vor ihrer Lehre ein Praktikum gemacht. Das ist Pflicht, damit die Ausbilder sehen, ob die Jugendlichen den Anforderungen der Küchenarbeit gewachsen sind. Sie werden immer besser und wir hoffen, dass sie dann den Kochberuf weitermachen. Aber das ist ihnen entschieden, ob sie weiter den Kochberuf weitermachen oder gleich in die freie Wirtschaft gehen. Weil unsere Arbeiter werden zurzeit auch gesucht. Früher waren nur Köche und Köchinnen gesucht, aber leider gibt es hier keine mehr. Und jetzt wird auch unsere Klientel, Beiköche oder Fachpraktiker Küche, wieder sehr gut gesucht. Frühstückspause. Die 22-jährige Anna hat schon im Teenie-Alter in betreuten Wohneinrichtungen gelebt. Ihre Eltern sind wieder nach Rumänien zurückgekehrt. Sie wollte hier bleiben. Ich habe keinen Weg gefunden, weil mir war alles so gesperrt. Mir war es vor schwarzen Augen. Ich habe der nicht zugehört, ich habe das nicht zugehört. Meine Eltern haben mich halt stich gelassen. Das finde ich ein bisschen scheiße. Fand von denen, anstatt mir weiterzuhelfen. Sascha trägt das Geburts- und das Sterbedatum seiner Mutter auf seinem Arm. Sie war der wichtigste Mensch in seinem Leben. Also das hat alles damit angefangen, wo ich in der 9. Klasse war, also noch vor der Ausbildung. Da ist ja meine Mutter gestorben und dadurch ich das einfach nicht verkraftet habe, habe ich halt einfach keinen Ausweg mehr gefunden. Und dann habe ich halt so gesagt, so ja okay, mein Leben bringt jetzt nichts mehr, kann man so sagen. Und ich habe halt alles zur Seite geschmissen. Das Hotel gehört zu den Kolpingwerken. Pfarrer Adolf Kolping gründete bereits vor mehr als 150 Jahren Gesellenvereine und verbesserte dadurch die Lebenssituation von jungen Handwerkern. Das Hotel St. Theresia ist für Jugendliche mit Förderungsbedarf eine der wenigen Möglichkeiten, sich für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Hier bekommen sie individuelle Betreuung, etwa beim Lernen für die Berufsschule. Die Sozialpädagogin Gertraud Voigt hilft Sascha bei seinen Vorbereitungen auf die baldigen Abschlussprüfungen. Er ist schon im 3. Lehrjahr. Sie stärkt ihm den Rücken für die Vorstellungsgespräche. Das ist eine gute Verbindung zu den meisten und die kommen auch danach. Wir betreuen die sowieso nach der Ausbildung noch ein halbes Jahr, wenn sie noch keinen Beruf haben. Aber meistens brauchen sie danach irgendwas, also dass man sie einfach noch unterstützt. Für Sascha ist Koch ein Traumberuf. Er hofft, dass er bald mit einer ersten festen Anstellung den Weg in ein selbstständiges Leben finden wird. Das will Anna auch. Na klar, hab ich Mut. Ich bin immer da, ich bin pünktlich, zufällig. Ich zeig immer Chef, ich sag auch mal Lächeln. Manchmal sag ich auch, wenn ich auch keinen Bock habe oder so. Aber es ist normal. Man hat keine Lust, ist normal, aber muss halt reinbeißen. Durchhalten und Hilfe annehmen haben sich gelohnt. Anna und Sascha stehen beruflich jetzt viele Türen offen.